da sind wir wieder. Mittlerweile 2,5 Wochen später. Aber wie ihr seht, das Auto fährt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Downpipe ist auch immer noch drin. Das ist auch gut. Ja, wir hatten ja das Problem, das letzte, was ihr gesehen habt, dass diese Schrauben da nicht rausgingen aus dem Lader von dem Flansch. Das war auch ein ziemlicher Akt. Nachdem wir dann aber alles rausgenommen haben, also Lader und Krümmer zusammen, konnte man da wenigstens vernünftig arbeiten. Und ja, wir haben einiges an Bohrern geerdet dabei. Aber irgendwann haben wir es geschafft. Wir haben dann ein paar hochwertigere genommen und die haben sich da ziemlich gut durchgebissen. Und ja, dann der Rest, der Zusammenbau, war eigentlich relativ easy. Wir konnten das dann alles leider nicht mehr so groß dokumentieren, weil Kameramann kaum Zeit gehabt und ich selber halt mitgeschraubt. Da ist auch immer schwer, irgendwie nebenbei noch ein Handy zum Film zu halten. Ja, ein paar Einblicke haben wir, glaube ich, noch, ein paar Bilder. Ja. Die können wir ja dann noch mit reinmachen. Und ja, ich bin jetzt auch noch gar nicht so viel gefahren damit. Stand jetzt meistens die Zeit einfach nur rum. Es gibt jetzt halt noch das Problem, unten liegt der, also der, die Auspuffposition vom Fahrzeug hat sich jetzt ein bisschen geändert, dadurch, dass die Downpipe halt ein bisschen kürzer war, ein bisschen anders sitzt. Das können wir halt dann nochmal fix einblenden, genau. Wie das jetzt aussieht. Und dadurch hängt der Auspuff im mittleren Punkt ein bisschen weiter unten. Auch hinten zum Glück ein bisschen weiter unten. Der lag ja oben am Diffusor die ganze Zeit an, da ist es ja schon weggeschmort. Das Problem ist jetzt nicht mehr. Der hängt jetzt deutlich besser. Aber wie gesagt, auch in der Mitte weiter unten. Und da ist ja nochmal so ein Blech, das hauptsächlich ja, den Sinn hat, falls das Ding mal irgendwie abreißt, dass der nicht komplett abfällt. Und ich denke auch noch den Sinn hat, dass das ein bisschen Steifigkeit dem Auto gibt, weil das ist ein sehr massives Blech, auch noch extra so geformt und so. Ich denke mal, dass es da auch noch so einen Grund hat. Und da liegt jetzt eben der Auspuff auf. Und das ist genau hier drunter, unter der Armlehne ungefähr. Und deshalb ist es halt alles ultra laut hier drin. So, jetzt aber mal zu den wichtigen Dingen, Klang und Leistung. Leistung, ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde, aber ich glaube, es ist schon so, der Durchzug ist ein bisschen stärker, also natürlich kein Weltenunterschied, wo soll es auch herkommen jetzt ohne Software, ne? Aber dadurch, dass der Lader ein bisschen freier atmen kann, die Abgase leichter rauskommen, denke ich, dass der Anzug schon deutlich besser geworden ist. Und ja, na perfekt. Und klangmäßig habe ich am Anfang gedacht, dass sich gar nichts groß verändert hat, dass er nur ein bisschen mehr blubbert. Aber mittlerweile, wenn der jetzt immer ein bisschen freier wird, so jetzt schon ein paar Mal Temperatur bekommen hat, dass es sich doch ein bisschen verändert, doch ein bisschen lauter wird. Genau, wir haben jetzt den Plan, den mal kurz richtig frei zu brennen. Wetter ist heute relativ gut, also ist trocken. Wir werden uns jetzt mal kurz auf die Autobahn begeben und mal gucken, was da jetzt noch so passiert. Okay. ja, sehen wir einfach mal, was wird. Ich mag deine Sitze. Ich brauche auch sowas. Gerade als Kameramann, glaube ich, ist das wirklich ganz praktisch. Spaß macht, aber so auf Dauer ist das, der springt schon sehr, also du merkst es schon, gerade wenn noch eine leichte Kurve ist, dann eine Welle, also es ist schon kritisch, aber ist halt trotzdem geil, also laut Tacho waren jetzt 245, wir
können ja dann mal mit einer GPS-App mal gucken, was die ungefähr sagt, was der wirklich fährt. Weil angegeben, serienmäßig, ist der mit 223 km/h. Aber ich glaube, ein bisschen schneller ist es schon. Unterschied, 250 hat er. Aber das geht eigentlich bei den Geschwindigkeiten, 10 km/h, ne? Ja, also das ist nicht gut. Ja, wie gesagt, es ist ultra laut hier drin und es fühlt sich auch wirklich nicht so geil an. Also, ja, es ist halt wirklich kurzer Radstand, das Fahrwerk auch wirklich echt hart, ziemlich flache Reifen, also es sind ja 245 Sitzen drauf. Ja, das ist alles nicht so für die Höchstgeschwindigkeit ausgelegt. Ja. Aber ich sage auch so, das Auto an sich ist auch eigentlich nicht für Höchstgeschwindigkeiten gemacht. Das ist auf der Strecke ein bisschen ballern, Kurven und so, da ist das ultra geil, die Beschleunigung und so. Autobahn, klar macht es auch mal Spaß, hier irgendein BMW, irgendein 520 oder sowas zu jagen. Das ist auch lustig. Aber ja, an sich ist das wirklich mehr Spaßauto für Kurven. Ja. Ja, aber das können wir ja dann, was klangmäßig noch so an aufregenden Sachen passiert, das können wir ja dann sehen, wenn die Software drin ist, was wir da noch so zaubern können. Aber ich will halt auch nicht zu viel. Also so ein wäre schon ganz cool, aber viel mehr muss dann eigentlich auch gar nicht sein. Finde ich dann alles eher nervig als cool. Also gerade die 30 Ns, wenn es dann nur hinten rausscheppert die ganze Zeit. Nicht. Also am Anfang, als die Dinger rauskamen, fand ich das ja sehr, sehr geil. Oh, es nervt halt, vor allem weil diese ganzen Vollidioten in der Stadt halt die ganze Zeit geht den ganzen Tag so. Ja, du kanntest das halt zu dem Zeitpunkt noch nicht so von so einem 2-Liter-Motor, ja, ja, dass er so scheppern kann. Nee, da war ja das Größte, was du kanntest, waren gemachte GTIs. Ja. Serienmäßig gab es das ja nicht so groß bei diesen 2-Liter Vierzylindern. Also wüsste ich jetzt nicht, wer da davor noch irgendwie sowas gemacht hat. Ja, mittlerweile hat man sich halt satt gehört. Ja, das ist auch wirklich schade, weil das sind ultra geile Autos. Ja. Preis-Leistung kommt da halt volle Bude hin. Und der Klang an sich, der ist ja cool. Also für einen Vierzylinder klingen die schon krass. Aber du hast dich halt einfach satt gehört. Also wahrscheinlich an anderen Orten geht's, aber durch Zwickau, wo die alle zu häufigst rumfahren, ist das halt wirklich nervig. Ich weiß nicht, ob das zum Teil auch vielleicht so ein bisschen mit dem Alter dann kommt. Also nicht, dass wir jetzt alte Säcke wären, aber früher fand man ja so alles geil, was einfach laut war. Und mittlerweile ist man vielleicht ein bisschen mehr so auf die Art des Klangs auch dann Ja, also am Anfang fand ich auch so Knallen und sowas übelst geil, wenn hier so Popcorn im GTI 7er und sowas, das hab ich auch gefeiert. Aber mittlerweile finde ich das einfach nur nervig, ich weiß auch nicht. Also ich habe lieber, es muss nicht mal übelst laut sein, ich habe lieber ein schönes Klangbild, ja, in richtig vollen Klang, als dass irgendwie das einfach nur so komisch schreit. Es gibt auch für einen Fiesta hier so Abgasanlagen, die sind auch laut, aber da fängt er dann so an, so, da wird er so hell, der Klang. So blechern. Ja, ja. Das gefällt mir auch gar nicht. Also ich finde den dumpfen Klang jetzt hier, wie er ist, eigentlich wirklich ziemlich geil. So 140 ist halt schon wirklich laut, ne? Ja. Also wenn ich das jetzt so gewohnt bin vom Tiguan und so, da fahre ich ja die ganze Zeit 150, 160. Da hast du zwar Windgeräusche bei dem Kasten ziemlich, aber da ist halt innen nicht so viel los. Hier, das ist schon. Also, ob ich jetzt noch mit dem Ding nach Berlin fahren will, weiß ich nicht. Und wenn, dann wahrscheinlich 120 untertourig, dass ich nicht komplett mit Kopfschmerzen ankomme. Ja, hallo? Hallo?
Hallo. Okay. Bisschen Planken. Was für Planken? Na, Fiesta-Planken. Plankenhain oder was? Ja, Plankenhain. Ja, na, dann bis später, hä? Was? Bis später. Ja, lang Reinsdorf ist kein Netz. Aber das ist wirklich, glaube ich, hauptsächlich wegen dem. Das war ja ganz am Anfang schon so. Da ist ja hinten der Bogen, der über die Achse geht von dem Auspuff, der lag ja an der Karosserie oben an. Ach so. Und da hat es auch, bei der ersten Fahrt hat es getrönt, da war ich ja mit Köln unterwegs und dachte, Scheiße, Alter, so geht das eigentlich nicht. Fetzt du irgendwann den Kopf weg. Aber das haben wir ja ganz gut in den Griff bekommen. Ja, jetzt ist halt wieder das Problem so. Aber das kriegen wir auch alles geregelt. Ja, ja, kann man ja eigentlich ganz gut überholen im Rahmen der erlaubten Geschwindigkeit, weil der fährt ja. Aber hier ist durchgezogene Linie, ne? Hier darf ich nicht. Das weiß ja keiner. Das sieht man ja nicht. Achso. Das ist. Also ich sehe zum Beispiel, dass jetzt gerade frei ist. Guck mal, hier wird es doch gestrichelt. Ah ne, das ist Abi gesprochen. Das ist ja alles, ne? Das kann man nicht machen. Ja, Bildungsauftrag und so, ne? Ja, da guckt man lieber hier unter dem LKW, ja. Wie sieht das hier unter dem LKW aus? Jetzt sehe ich halt nicht mehr durch dieses Scheißvieh. Ich glaube, hier biegt halt hier vorne gleich irgendwas anderes. Ach so, stimmt, ja, die können ja drauf fahren. Schlecht, ganz, ganz schlecht ist das. Ja, aber hier geht es ja gleich bergab, da kannst du alles schön einsehen. Es ist bestimmt alles frei. Aber das Wetter sieht gerade sehr schön aus auf der Kamera. Wetter ist toll. Da kann man nichts sagen. Es war jetzt eigentlich auch ganz gut zum Planken, nicht so warm. Ja. In die gemeinsame Temperatur. Kannst du noch mal kurz im dritten so einen Gasstoß geben? Jetzt hat er es nicht gemacht. Aber vorhin hat er, der hat gerade safe. Ja, ich glaube, da ist schon kurz und. Ja, ja, ja. Jetzt. Hast du gehört, Junge? Das Vorführeffekt. Wenn ich die Kamera hier hinterhalte, macht das nicht mehr. Scheiße, Mann. Da war's wieder. Jetzt hab ich gelacht. Oh, als Mann. Scheiße, Mann. Das ist, wenn der so unter 2,5 fällt. Nee, unter nee, ist mal höher als 2,5. Ja. Jetzt war's da. Ja, das wirst du wahrscheinlich auf der Kamera kommen. Ja, das kann sein. Gucken wir nochmal ins Team. Hast du gut? Mit uns? Nee. Nee, ne. Frei gefahren? Kann aber ich hab's nicht gesehen. Kommt doch. Also wir sind mit 270 Kilometer Restreichweite losgefahren und haben jetzt noch 68. Sehr gut. Der Verbrauch hat sich nicht groß geändert, aber der rechnet das hier. Der setzt den Verbrauch, den Zählerstand nicht selber zurück, sondern das ist vom letzten Mal, als ich den zurückgesetzt habe. Und das war vielleicht vor einem halben Jahr oder so. Ja, na gut, also da kann ich, glaube ich, jetzt groß den Verbrauch nicht mehr ändern. Ja, nee, ist schön eigentlich. Gefällt mir ganz gut. Also bevor wir dann nach Zwickau gehen, suche ich diese Stelle aus dem Video noch raus und schicke dir das mal auf jeden Fall.
Ich hoffe, dass sich das auf dem Mikrofon so anhört, wie es sich in echt angehört hat, weil es hat sich ziemlich brutal angehört. Wir fahren. Wie eilig mussten du jetzt zu Hause sein? Willst du jetzt noch tanken? Nee, aber wir müssen mal kurz lang Hessen nochmal runterfahren durch den kleinen Tunnel. Ja, meinetwegen. Muss mal gucken, wo hier nicht so viel Wind ist. Das klingt amtlich, was da gerade. Das generell alles. Dreckswind, Junge! Hier unten geht's mit dem Wind. Ja, schöne Battlefield, geil. Ich kann auch. So geht auch. Oh, das sieht auch. Da hast du sehr große Hände auf jeden Fall durch das Weitwind hier. Fett, Junge! Kann man mit arbeiten, würde ich behaupten. Die Frage, haben sich 1500 Euro gelohnt? Geht so? Naja, mit Leistung dann... Ist schon, ja, mit Leistung zusammen dann. Also ich meine, der Preis ist für das, was es an Material ist, exorbitant teuer. Der setzt sich wahrscheinlich halt nur daraus zusammen. Ja, es ist nur diese Zulassung. Ja, richtig. Es ist wirklich nur... Sonst genau derselbe Cut von HJS, die Hälfte. Ja. Ich weiß auch nicht, wie das genau abläuft, so ein Gutachten, was sie da alles... Also da musst du ja bestimmt 1 Million Tests machen. Ja, da ist alles, da ist Lautstärke, Abgasnorm und alles drin. Was wir noch machen könnten, dass du mal ein Icht oder so fahren lässt und mal bei mir mitfährst und dein Auto quasi mal von außen hörst. Das ist nicht fahren aus. Ja, war ja nur ein Angebot, ne? Ja, ne, die Idee ist schon gut, aber eigentlich vertraue ich dem Felix manchmal nicht so sehr. Ja, aber du hast die Wahl zwischen Julien, nee. Siehste, Isabel, das ist eine Frau, was das ist auch ganz schlecht. Oh, wirklich lang. Ja, und ich muss ja meine Karre fahren, ja. So, weil ich habe auch keinen Bock, dass die jemand anders fährt. Deswegen schwierig. Also du fährst meinen und ich fahr deinen. Das würde auch gehen. Aber ich bin bekannt dafür, meine Felge anzuhängen. Ja, so. Nee, mir ist das alles irgendwie nicht so geil. Ich weiß nicht. Ich der Felix fährt ja gut, aber ich habe dann Angst, dass das bei dem wieder vollkommen aushakt und irgendwas passiert. Ja, das Problem seitdem ist... Seitdem du gegen die Mülltonne gefahren bist, bin ich da wirklich ganz... Beim Julian brennt mir das Ding ab, das können wir nicht machen. Isabel, da weiß ich nicht, ob ich überhaupt irgendwas höre, wenn die mit dem Ding fährt. Denke ich mal, haben wir jetzt erstmal alles gezeigt. Hoffen wir mal, dass es auf der Kamera annähernd so rübergekommen ist, wie es in echt ist. Weil für so einen kleinen Fiesta ist es schon amtlich geworden, finde ich. Das hast du am Anfang schon mal gesagt. Ja? Ja. Ja, ja, so ist es ja auch. ich bin schon zufrieden. Mal gucken, das nächste, was jetzt hier passiert, ist halt Software. Also klar, unten das Blech noch anpassen, aber das ist jetzt nicht so aufregend. Ist dann Software. Und ich glaube, da geht es dann richtig los. Das wird nochmal ziemlich geil. Aber sonst war es das erstmal. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt dabei. Liken, teilen, abonnieren nicht vergessen. Ja? Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Auf Wiederschauen. Tschüssi.